Das wird der Tag von Schnani Wirbelwind und ihrer Freundin. Und zwar der oberflächlich tiefgründig Tag. Ich wurde da getaggt, aber ich wollte ihn eigentlich schon machen, als ich den bei jemand anders gesehen habe, der auch getaggt wurde. Und ich da noch gar nicht wusste, dass ich getaggt wurde von den beiden, weil ich ihn halt so cool fand. Also danke fürs Taggen. Und ich habe mir jetzt weder die Fragen nochmal angeguckt, noch den Tag bei der anderen Person ganz geguckt, noch den Original-Tag geguckt. Das mache ich gerade nebenbei und gucke den danach, um meine Antworten auch nicht beeinflussen zu lassen und um die Antworten auch spontan zu halten, damit ich halt das sage, was halt sofort meinem Kopf entspringt, weil das ist meistens auch das, was am richtigsten ist, erfahrungsgemäß. Das sind 15 Fragen. Dann fange ich mit der ersten natürlich an. Das ist übrigens mein T-Shirt. Das finde ich ziemlich cool. Und die erste Frage ist: Bist du ein Tag- oder Nachtmensch? Also ich bin weder das eine noch das andere. Früher war ich ein totaler Nachtmensch. Um das zu erläutern, wird es aber zu lang dauern. Und jetzt bin ich einfach das, was ich will. Und ich glaube auch nicht, dass man so stark auf Dinge festgelegt ist. Und ich bin lieber mittlerweile ein Tagmensch, weil ich es als gesünder empfinde, am Tag halt aktiv zu sein und in der Nacht zu schlafen. Und ich es auch total cool finde, wenn man beispielsweise schon um 5 Uhr oder halb 5 morgens aufsteht, aufgestanden ist, es noch ein bisschen dunkel ist und gar keiner einfach wach ist, man ist schon aktiv. Dann hat man auch insgesamt, finde ich, mehr vom Tag und kriegt mehr geschafft. Und ja, wie das mit der Inspiration aussieht, die viele Leute anbringen in der Nacht, ich weiß nicht, ob ich daran so glaube. Also ich habe das schon gemerkt, aber ich denke, das kann man eigentlich auch schaffen, wenn man einen anderen Rhythmus hat. Da muss man, glaube ich, nicht unbedingt ein Nachtmensch sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Zweitens, bist du gläubig oder spirituell? Glaubst du an die Evolution? Also, ich würde mich als spirituell bezeichnen. Boah, da schießen mir auch viel zu viele Gedanken zu durch den Kopf. Glaubst du an die Evolution? Also, in gewissem Maße schon. Glaube ich allgemein, also jetzt nicht an die Evolution von Darwin unbedingt. Ich glaube ein bisschen an die Lamarck'sche Evolution, dass man durch den eigenen Willen sich weiterentwickelt. Also dieses typische Beispiel mit der Giraffe, die immer ihren Hals weiter reckt, um ans Essen zu kommen, an die Blätter vom Baum. Weil das ist mittlerweile, also das habe ich in der Schule, hatte ich das schon so im Kopf gehabt für mich. Mittlerweile wird es unterstützt durch die Epigenetik, epigenetische Forschung. Also Epigenetik sind so genetische Schalter, die über der Genetik liegen und halt gewisse Genpartien an- und ausschalten. Und das wird bewiesen, kann man, also bewiesen wurde, dass man das mit Sport und mit Ernährung positiv beeinflussen kann. Noch nicht ganz wurde bewiesen, dass man das mit, ah doch, es wurde, glaube ich, auch bewiesen, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, dass das auch mit Visualisierung beeinflussbar ist. Und das könnte man ja Willenskraft eigentlich gleichsetzen, also nicht unbedingt Willenskraft, aber Willen an sich, weil man will irgendwas und dann dadurch visualisiert man das. Ich habe zum Beispiel als Kind, ist es vielleicht interessant, wenn ich nicht in die Schule gehen wollte, so richtig überhaupt nicht gehen wollte, dann habe ich mir halt einfach gesagt, dass ich jetzt krank werde und das habe ich dann auch geschafft nach 1, 2 Stunden, dass ich dann wirklich Schnupfen und Husten hatte. Und deswegen durch solche Erfahrungen und auch durch die epigenetische Forschung glaube ich an die Lamarck'sche Evolution. Und allgemein halt an Weiterentwicklung durch Arbeit und Willen und solche Geschichten. Da gibt es aber noch was Interessantes. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Es gibt halt Theorien, dass die besagen, dass das gar nicht sein kann, dass wir in so kurzer Zeit nicht vom Menschen Affen, aber von den Vorfahren der Menschen, ich weiß es nicht, die genaue Bezeichnung,
dass wir in so kurzer Zeit unsere Gehirne so weit entwickelt haben und solche krassen Veränderungen gemacht haben, dass das evolutionstechnisch eigentlich mehrere 100 Millionen Jahre dauern würde. Und es bisher noch nie in der Natur vorgekommen ist, trotz sehr erschwerten Lebensbedingungen, denen man sich anpassen musste. Also da wird man ja eigentlich dann effizienter in der Entwicklung oder schneller in der Entwicklung, aber das laut einigen Forschern würde das dennoch noch lange nicht reichen. Und da gibt es halt dann eine These, dass wir eigentlich ja von Außerirdischen gekreuzt wurden, also dass sie halt ihre Genetik genommen haben, die Genetik von irgendwelchen Affen, und dass wir deswegen dadurch entstanden sind. Da glaube ich momentan auch nicht dran, aber das finde ich auch eine sehr interessante Theorie, muss ich sagen. Und meine Erfahrung hat bisher gezeigt, dass Dinge, die nicht so in den Massenmedien sind und nicht so bekannt sind, meistens ja nicht automatisch dadurch richtig werden, aber schon die Wahrscheinlichkeit schon ansteigt, dass die Dinge es wert sind, sich damit zu beschäftigen, die nicht innerhalb der Massenmedien sind. Deswegen finde ich das eine ganz interessante Theorie. So, dritter Punkt. Homöopathie oder Pharmaindustrie? Weder noch. Ich habe mich mit Homöopathie noch nicht beschäftigt, aber ich glaube halt an meine Selbstheilungskräfte und dass ich von gar nichts davon abhängig bin. Also wenn ich abhängig bin, dann halt von der Natur, das ist ja Homöopathie auch in gewisser Maße. Aber ich würde dann eher so auf Heilpflanzen zurückgreifen. Wobei ich mich noch nicht die Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, will ich aber auf jeden Fall mal machen. Auch allgemein mit Schamanismus, da gehört das auch mit hinzu. Ja, also weder noch. Viertens, hast du Erfahrung mit psychischen Erkrankungen? Kann ich nicht sagen. Also je nachdem, wie man Erkrankung definiert und bestimmt, und das kann in Anführungszeichen halt nur ein Psychiater oder Psychologe, und da ich keine diagnostizierten Erkrankungen habe, kann ich es nicht genau sagen. Aber ich denke schon, dass ich eine lange Phase von Depressionen hatte. Und ich kann mich auch ein bisschen mit Schizophrenie identifizieren. Ich kann mich identifizieren mit Borderline sehr stark. Also wirklich sehr stark. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, seit einem halben Jahr oder ein paar Monaten. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon fast überzeugt, dass ich das 10 Jahre oder sowas hatte, in krassen Ausprägungen. Aber auch krass individuellen Ausprägungen, die ich so bei eigentlich fast niemandem sehe. Und was noch? Ja, ADHS habe ich mich lang mit identifizieren können, ist aber keine Erkrankung, sondern ein Störungsbild. Habe ich meiner Meinung nach jetzt aber auch in Anführungszeichen überwunden. Ich finde jetzt kein besseres Wort dafür, aber es stört mich halt nicht mehr. Und damit ist es dann keine Störung mehr, klinisch gesehen. Fünftens. Welche Festivals willst du in diesem Sommer besuchen? Das ist das Dong Open Air, das ist hier in Neukirchen-Flüen. Das ist 2 Nachbardörfer weiter. Und das ist ein Metal-Festival, ist auf dem Dongberg, ist so ein kleiner Berg. Ist relativ klein, aber es kommen richtig geile Bands. Zum Beispiel Arch Enemy kommt dieses Jahr und meine Lieblingsband I Wrestled a Bear Once. Da habe ich mich extrem drüber gefreut, dass die einfach so 15 Kilometer entfernt so einfach meine Lieblingsband spielt. Das ist richtig krass, obwohl das hier so alles so dörflich ist. Wacken ist natürlich auch dörflich, aber ist trotzdem ein krasser Zufall, finde ich. Ansonsten eigentlich keine Festivals, weil ich kein Geld habe. Und das kostet 50 Euro für 3 Tage, das ist auch richtig geil, das ist günstig. Sechstens, würdest du eher reich und bald sterben oder ein langes und verarmtes Leben führen? Natürlich langes und verarmtes Leben. Wobei natürlich das wieder Definitionssache ist. Wahrscheinlich werde ich verarmt leben im Sinne von, dass ich nicht viel Geld haben werde. Also ich habe schon das Ziel, dass ich mit 450 Euro im Monat auskomme und langfristig auch ohne Geld. Und das kann man als verarmt sehen, aber ja, ich kann mir trotzdem immer Essen besorgen, wenn es aus den Mülltonnen ist, wie Raphael Fellmer das macht, was ich sowieso sinnvoll finde. Und also Geld brauche ich nicht, also ist eigentlich die Frage schon gar nicht relevant für mich. Also ich würde nämlich lieber verarmt leben, selbst wenn ich dann
selbst wenn ich ja, dieses wann man stirbt, das geht bei mir halt gar nicht in die Fragestellung mit ein bei mir. Egal, Frage 7. Hast du schon mal mit jemandem gleichen Geschlechts oder anderen Geschlechts, der sich aber nicht als heterosexuell versteht, eine Beziehung geführt oder anderen intimen Kontakt gehabt? Kurz nein. Achtens, wenn du die Chance hast, der Welt einen einzigen Satz mitzuteilen, den jeder hört und versteht, welche wäre es? Das Problem ist, ich hätte schon einige Sätze, aber das würden die meisten eben nicht verstehen, das ist das Problem. Oder denen keinen Glauben schenken oder wie auch immer. Das ist die Schwierigkeit an der Sache. Da muss man erstmal schlau und hart überlegen, glaube ich, bevor man so einen Satz ja, aussagen kann. Also, alles, was man sagen würde, das wird eigentlich gar keinen Einfluss nehmen. Deswegen kann ich da einfach spontan nichts zu sagen, auch wenn das ziemlich langweilig ist jetzt. Ne, ich muss zur 9. Frage übergehen. Hast du aktuell einen Ohrwurm? Also, als ich den einen Tag gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr bei wem, auch nur zur Hälfte gesehen habe, da hatte ich glaube ich noch einen Ohrwurm von AC/DC, It's a Hard Way. Ne, Quatsch, It's a Long Way to the Top, when you want to rock. Ich weiß nicht mehr genau den Titel. If you want to rock'n'roll, glaube ich. Mach das Lied noch kurz an. Weil das fand ich zu einem Zeitpunkt ziemlich passend. Und das interpretiere ich halt so. Ja, it's a long way to the top. Damit, mit to the top, damit interpretiere ich die eigenen Ziele. Und die eigene Entwicklung. Und natürlich ist der Weg halt lang und schwer, wenn man halt dabei Rock'n'Roll machen will, im Sinne von, wenn man halt dabei Spaß haben will. Ganz allgemein gesagt. Und sich halt selber nicht aufgeben will, wie viel das halt machen, wenn die einfach nur in Top-Etagen von irgendwelchen Konzernen kommen und gegen die eigene Persönlichkeit eigentlich arbeiten, sich unterdrücken lassen und sowas. Und das ist dann halt ein harter Weg und ja, manchmal kann ich mich damit dann halt besonders identifizieren. Dann ist mir das Lied jetzt so eingefallen, hab das gehört und hatte dann ein paar Tage im Ohrwurm von. So lange darf man es dann natürlich nicht anmachen, sonst wird das Video vielleicht gesperrt. Die nächste Frage. Zehntens, welche Eigenschaft an dir würdest du verändern? Muss das eine sein? Da fallen mir eigentlich ziemlich viele zu ein. Also jeder hat ja Makel und ich habe auch besonders viele gerne verändern. Ich verändere eigentlich immer ziemlich viel. Also ich würde noch lieber mehr Dinge loslassen können, um sich selber halt nicht im Weg zu stehen. Das wäre so eine Sache, ja. Elftens, hast du etwas getan, was du bereust und hier erzählen möchtest? Was habe ich denn getan, was ich bereue? Da wird, glaube ich, auch die Antwort gegeben, wenn man das dann bereuen würde. Also wenn man etwas bereut, heißt das ja, man hätte es lieber nicht getan, aber wenn man es dann nicht getan hätte, dann wäre man nicht der, der man heute ist. Aber das sehe ich ein bisschen anders, weil vielleicht, wenn man es nicht getan hätte, wäre man jetzt eine bessere Person. Und da gibt es sehr vieles, was ich lieber nicht getan hätte. Was Konkretes, mich selber zerstört zum Beispiel, das bereue ich. Aber na, vielleicht ist das doch wiederum eine wichtige, für mich persönlich wichtige Erfahrung gewesen.
oder eine notwendige, ich kann es nicht genau beurteilen, weil das ziemlich komplex ist. Ich glaube, man kann da auf eine Antwort kommen, wenn man darüber nachdenkt, lange. Dafür habe ich auch noch keine Zeit gefunden bisher. Was ich auf jeden Fall bereue, ist, das ist eine Handlung hier, was so getan ist. Ist ja keine Handlung, wenn ich mich mit Leuten befreunde, die total assi sind. Aber wir haben da auch Handlungen gemacht, die auch wiederum assi waren. Zum Beispiel, wie nennt man das? Nicht Material, nicht Materie, nicht Hab und Gut, allgemein Dinge zu zerstören. Ansonsten kann man da auch sehr philosophisch werden bei der Frage, aber das wird zu lange dauern. Zwölftens, wie stehst du zu Drogen? Das finde ich auch eine interessante Frage. Zu Drogen. Ich kann gerade irgendwie nicht denken. Also, Drogen umfasst für mich halt auch Kaffee und Alkohol, Zigaretten, aber auch Dinge. Umfasse ich auch Dinge, das stelle ich mir gerade selber die Frage, die süchtig machen, aber keine süchtig machende Substanz, externe Substanzen haben. Ich glaube, das sind dann für mich keine Drogen mehr, also Dinge, die keine externalen Substanzen haben, die süchtig machen, sondern in einem selber halt chemische Wirkstoffe ausschütten, wie zum Beispiel Sport. Das finde ich dann ist eine Droge zwar, aber eine natürliche Droge, und wenn es eine natürliche Droge ist, wenn man sie nicht in unnatürlichem Maße wiederum anwendet, dazu gehören auch Computerspiele, dann finde ich das in Ordnung, weil das, wie gesagt, natürlich ist, und was natürlich ist, das ist sozusagen in Anführungszeichen auch gedacht, und darauf ist der Körper und der Geist ausgerichtet und kann das dann auch gut vertragen, aber da kann man sich streiten, inwiefern natürlich dann Substanz die Nelle Drogen sind. Aber was natürlich ist und worauf man angepasst ist, das dauert, wie ich schon bei der Evolutionsfrage beantwortet habe, sehr lange, über mehrere Millionen Jahre. Und vor mehreren Millionen Jahren haben wir, glaube ich, noch nicht vergorene Früchte gegessen. Das sind vielleicht ein paar hunderttausend Jahre allerhöchstens. Deswegen würde ich das wiederum nicht als natürlich ansehen. Und ich brauche es nicht, weil ich so viele Kohlenhydrate immer reinpacke, dass ich sowieso immer Glückshormone ausschütte durch die Kohlenhydrate. Also jetzt bin ich ein bisschen undercarb, wir haben schon nachmittags und ich habe jetzt erst 1500 Kalorien drin, normalerweise hätte ich schon 3000 drin, weil ich wieder zu faul war, um ja, nach dem Aufstehen nicht direkt an den Laptop zu gehen und irgendwas zu machen. Drogen. Dann gibt es Drogen noch zur Bewusstseinserweiterung. Da muss ich sagen, was sage ich dazu? Also Bewusstseinserweiterung und neue Erkenntnisse und sowas finde ich halt immer gut. Und wenn man es dafür gezielt einsetzt mit genau diesem Ziel. Also ich sag mal so, ich brauche es nicht, weil ich auch Zugang zu solchen Dingen habe oder da ich glaube, dass man auch Zugang zu solchen Dingen hat. Wenn man sich sehr natürlich ernährt, verhält, lebt, dadurch einen klaren Geist hat und auch ein klares Herz hat und die Verbindung dazu sehr gut ist. Deswegen brauche ich es nicht und ich glaube immer, dass alles sowieso in einem selber steckt und dass man nicht externe Sachen dafür braucht. Und ich mag das auch nicht, durch externe Dinge, ja, Sachen hervorzurufen, weil das finde ich dann so ein bisschen wie Cheaten. Aber man kann natürlich auch wieder gegen argumentieren, dann wäre Essen auch Cheaten, ist auch was Externes, aber das braucht man auch wiederum. Essentiell, existenziell. Also allgemein bleibe ich eigentlich bei der Meinung, dass ich nichts davon halte, sich Dinge einfacher zu machen durch. Weil dann das dann wieder unnatürlich durch die Drogen, dann erreicht man zwar vielleicht Ähnliches, aber ist dann nicht in Anführungszeichen durch den Schmerz gegangen, durch diese Anstrengung. Und diese Erfahrungen, diese natürlichen Erfahrungen fehlen dann einfach dabei. Dann ist man eine Abkürzung gegangen. Und durch diese Abkürzung fehlen dann diese gewissen Sachen, die eigentlich dazu beitragen, dass man wächst und stärker wird. Das finde ich nicht so gut daran halt. Das ist mein Statement. Gut, habe ich jetzt lange für gebraucht. 13. Wenn du die Wahl hättest, würdest du als Selbstversorger, ja, oder in der Stadt ein sicheres, geregeltes Leben führen?
Also Sicherheit ist für mich eh eine Illusion und da lege ich auch keinen Wert drauf. Regelungen finde ich ganz gut, wenn man sie sich selber in sinnvoller Überlegung auferlegt, in Anführungszeichen. Aber das war jetzt wieder weg von der Frage eigentlich ein bisschen. Mehr aufs Allgemeine. Ja, Selbstversorger ist auch eine Illusion. Also 100% jedenfalls. Deswegen steht ja auch kommunartig. Selbstversorger in der Kommune ist dann ja wieder kein Selbstversorger, sondern die Kommune versorgt sich selbst sozusagen. Also das finde ich ziemlich genial, das ist eigentlich so ein bisschen ein Ziel, weil alleine Selbstversorger ist halt schwieriger und ineffizienter, weil viele Menschen halt ähnliche Dinge brauchen und dann kann man das, um das jetzt erstmal als Beispiel Waschmaschinen zu nehmen, obwohl das eigentlich gar nicht darin vorkommen sollte in nach meinem Ideal in der Selbstversorgerkommune. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Also diesmal als Beispiel die Waschmaschine. Kann man das Beispiel nehmen? Also im Prinzip verbraucht man dann ja weniger Strom, wenn mehr Leute ein Gerät sozusagen nutzen. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall dieses Prinzip meine ich. Deswegen finde ich eine kommunartige Selbstversorgung besser, als wenn man alles alleine macht. Und das ist schon so ein Ziel. Ach, ich rede einfach mal nicht noch länger darüber. 14. Führst oder führtest du ein Tagebuch oder einen Blog? Falls du einen Blog hast, wie heißt er? Ich habe noch nie ein Tagebuch geführt. Ich habe mal irgendwann irgendwas in irgendeinem Buch geschrieben, regelmäßig. Genau, Traumtagebuch habe ich mal ein paar Tage lang gemacht. Oder eine Woche. Aber sonst nicht. Blog habe ich nur das mit dem Carbivore, mit meinem E-Book über die 80-10-10-Ernährung. Streng genommen Blog, aber da schreibe ich halt nichts. Ansonsten schreibe ich halt öfter bei Facebook ein paar Texte, Erfahrungen und was weiß ich. Und das ist auf meinem Kanal verlinkt. Letzte Frage. Zeige der Welt, wie du mit Wahlweise 13 oder 14 aussahst. Das habe ich mich natürlich nicht vorbereitet. Das füge ich dann jetzt hier im Video ein. Ja, ich tagge den Yannick, den wollte ich mal taggen. Der fand das auch ganz interessant, dass dieses Phänomen Tags allgemein. Und ich finde, der Tag passt so ein bisschen zumindest, im Gegensatz zu sowas wie ein Disney-Tag oder so, zu seinem Kanal. Und dann tagge ich auf jeden Fall die Nine, die dürfte es auch interessieren, und auch die Nati. Dürfte das sehr wahrscheinlich auch interessieren. Ja, und ich tagge auch mal Thylakinus, oder wie man es ausspricht, Thylakinus, keine Ahnung. Natürlich nur, wenn du Bock hast und wenn meinst, dass das irgendwie passt zu dem Kanal. Aber finde ich auch interessant. Okay, bis dann.